Willkommen zum Panel E-Democracy, Beteiligung für alle oder Spielzeug für neue Eliten. Ja, wir wollen über E-Democracy, Liquid Democracy, sowohl die Tools, sowohl Erfahrungen, die es damit schon gibt, als auch das Konzept an sich und ob das ein potenzielles Instrument zur Erneuerung und kompletten Verbesserung und der Demokratie sein könnte, zur Ermöglichung von Bürgerbeteiligung diskutieren. Eigentlich ein Kernthema der Piraten, wie ihr seht, an dem leeren Stuhl ist genau der Pirat heute nicht anwesend. Er hat sich gerade entschuldigt, dass er krank ist und deshalb leider nicht kommen konnte, Stefan Urbach. Wir versuchen das einfach zu viert von Seiten des Podiums, aber würden euch einladen, mit uns zu diskutieren. Till hatte so eine Idee ganz spontan jetzt gehabt, dass wir das wie so eine Fishbowl-Diskussion machen. Das heißt, dieser Stuhl, der muss nicht frei bleiben. Und wenn es Fragen und Kommentare und Diskussionsbedarf von euch aus dem Publikum gibt, dann kommt einfach nach vorne, setzt euch auf den Stuhl und diskutiert mit uns mit. Dann kommen wir vielleicht auch so aus diesem frontalen, hier vorne wird was erzählt und ihr dürft eigentlich nur zuhören, raus. Das wäre mein Vorschlag. Und ich hoffe, dass ihr Lust darauf habt und euch einfach mit uns hier an der Debatte beteiligt. Genau, vielleicht stelle ich noch mal vor, wer hier vorne sitzt. Ich bin Wenke Christoph, bin im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung und muss zugeben, dass ich das Netz zwar nutze, aber mit Netzpolitik bis vor kurzem noch nicht so viel zu tun hatte. Aber das ist ja immer eine Sache, die spannend ist, neue Dinge zu lernen. Und ich habe ein bisschen mich darauf vorbereitet und hoffe ansonsten, dass ganz viel Wissen hier in der Runde und hier im Saal ist und ich ganz viel lernen werde mit euch. Aber ganz kurz, wer sitzt hier noch? Neben mir, von mir auf der rechten Seite, sitzt Till Westermeier, er ist parlamentarischer Berater für Wissenschaft, Forschung, Medien und Netzpolitik in der Grünen Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg und hat bei den Grünen unter anderem sich an der Konzeption und Durchführung von virtuellen Parteitagen beteiligt und kann vielleicht darüber auch ein bisschen berichten. Dann sitzt links von mir Theresa Bücker, sie ist Social-Media-Redakteurin der Bundestagsfraktion der SPD und bloggt unter anderem bei der FAZ und in ihrem eigenen Blog. Und ganz links sitzt Halina Wawrzyniak, sie ist die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag und Obfrau der Linksfraktion in der Enquete-Kommission Internet und, wie heißt es? Digitale Gesellschaft. Dankeschön. Genau, ich habe mich schon vorgestellt, für alle, die jetzt dazukommen, Stefan Urbach ist leider nicht dabei, deshalb ist dieser freie Stuhl für euch zur Verfügung. Wer mitdiskutieren will, Fragen stellen will, kommt einfach hier vor. Und ich habe ja eben gesagt, ich kenne mich mit diesem Thema noch nicht so lange aus und ich glaube auch nicht wirklich gut. Expertinnen sind hier andere. Aber vielleicht die Frage an euch und alle im Raum, wer hat denn Liquid Democracy Tools schon mal benutzt? Also Adhocracy oder Liquid Feedback, hebt mal einmal mal so eine Hand, wer schon? Okay, sitzen einige hier. Denn meine erste Frage an Stefan Urbach wäre gewesen, was ist denn jetzt eigentlich Liquid Democracy, was kann man sich darunter vorstellen? Wer braucht das eigentlich, wofür brauchen wir das und was ist so spannend und neu daran? Und jetzt gucke ich wirklich mal in die Runde, wer von euch könnte das denn vielleicht vorstellen? Gibt es jemanden, also der Liquid Democracy mal kurz in drei Sätzen so Sendung mit der Maus mäßig erklären könnte? Oder hier oben auf dem Podium? Jemand? Nicht so einfach. Will es jemand mal probieren von euch? Nee, es geht jetzt weniger um die konkreten Tools, sondern was ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt? Ich habe jetzt irgendwie immer gehört, irgendwie Liquid Democracy, das ist anders als direkte Demokratie, anders als die klassische repräsentative oder parlamentarische Demokratie, sondern es soll dieses flüssige Schwimmen zwischen diesen Formen sein und das ist schon ein... Naja, vielleicht kann man erstmal weggehen von dem konkreten Tool, weil erstmal ist ja
E-Government oder digitale Beteiligung ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Formen, die dazu genutzt werden sollen, Politik zugänglicher zu machen und Bürgerbeteiligung herzustellen, eben über andere Formen als Parteiarbeit sie klassisch nutzt. Und ich glaube, also der Grundgedanke, den ich vor allem damit verbinde, ist, politische Arbeit ortsunabhängig und zeitunabhängig zu machen und eben Mitspracherechte wieder auszudehnen und zu den Menschen hinzubringen, die vielleicht keine Zeit haben, noch abends in den Ortsverein zu kommen oder die eben durch ihre Familie gebunden sind und keine Zeit haben, sich konkret vor Ort zu beteiligen, die vielleicht so mobil sind, dass sie nicht mehr an dem Ort wohnen, wo sie ihre politische Karriere oder ihre politische Beteiligung begonnen haben. Und ich sehe digitale Beteiligung als den Versuch, Demokratie wieder zu beleben und Leute wieder in die Politik zurückzuholen, weil ihnen eben die politische Arbeit, so wie sie über Jahrzehnte in Deutschland gewachsen ist, ihnen nicht zusagt. Weil was ich von der SPD berichten kann, ist, dass wir über 70% der neuen Parteieintritte über das Internet haben. Also die Leute füllen das Formular aus, treten bei und dann stehen sie aber vor einer riesigen Mauer, weil sie ab dem Zeitpunkt nichts mehr machen können. Sie müssen dann warten, bis ihr Ortsvereinsvorsitzender sie anspricht, anmeldet, anruft und sie einlädt zu einer Ortsvereinssitzung. Aber wenn du nachts eintrittst um Mitternacht, weil du irgendeine Idee gehabt hast, weil du dich beteiligen willst und an einem Thema mitarbeiten willst und beitrittst, kannst du nichts machen. Und das Engagement, was da vielleicht wäre, wird einfach abgeblockt. Und das versuchen jetzt eigentlich alle Parteien aufzufangen und neue Möglichkeiten anzubieten, eben digital. Vielleicht gleich noch als Nachfrage an dich. Die SPD, du hast es ja schon angesprochen, nutzt ja auch dann Tools wie Adhocracy, um vielleicht diese Brücke aufzubauen zu Leuten, die klassischen Beteiligungsformen in einer Partei, für die nicht zugänglich sind oder für die nicht passen oder die auch nicht nutzen wollen. Wie sind denn eure Erfahrungen damit gewesen? Ja, die SPD nutzt es leider noch viel zu wenig und auch nur rudimentär. Also ich kann von zwei Erfahrungen berichten. Ich arbeite jetzt seit Juni erst in der Bundestagsfraktion und war vorher 2 Jahre im Parteivorstand. Da gab es ein konkretes Projekt. Da wurde vor dem letzten Parteitag im Dezember letzten Jahres einen Online-Antrag zur Netzpolitik mit einem Fokus auf Kreativwirtschaft erarbeitet über Adhocracy. Also Adhocracy ist auch ein Tool zur Erstellung von Texten, zur gemeinsamen Erstellung von Texten. Textabschnitte können bewertet werden und werden dann wieder zu einem Gesamttext zusammengefügt. Da haben wir Leitfragen eingestellt und die Mitarbeit war auch recht rege. Und dieser Antrag an den Parteitag ist tatsächlich auch so nur online zustande gekommen und so erarbeitet worden. Das war aber wirklich so ein ganz kleines Ausschnittsprojekt, was eben eigentlich auch nur unter Menschen gelaufen ist, die online eh schon sehr, sehr aktiv sind und die sich speziell für Netzpolitik interessieren, weil was ich beobachte ist, dass digitale Beteiligung momentan vorrangig genutzt wird, um sich auch netzpolitischen Themen zu widmen und Sozialpolitik, Umweltpolitik, das fällt halt alles hinten runter und da werden diese Versuche eben nicht gestartet. Bei der Bundestagsfraktion, in dem Prozess war ich selber nicht dabei, da wurde auch Adhocracy genutzt für 8 verschiedene Themenkomplexe. Im Rahmen des Zukunftsdialogs wurden da auch verschiedene Fragen erörtert und also ich bin jetzt da vor kurzem erst eingestiegen, als es schon abgeschlossen war, aber da haben wir vor allem die Problemstellungen bemerkt, die dieses Tool mit sich bringt, gerade für Bürgerinnen und Bürger, die das erste Mal ausprobieren und die mit der Komplexität der Software überfordert sind. Und dann gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten innerhalb dieses Systems, sich zu beteiligen. Man kann Texte erarbeiten, Texte wieder verändern, man kann abstimmen. Und es überfordert den durchschnittlichen User, der wirklich das erste Mal damit in Berührung kommt, schon. Dann ist die andere Problematik, wie bewerbe ich das, wie bringe ich das zu den Leuten? Reicht es, wenn ich da eine E-Mail über den Verteiler schicke? Muss ich Veranstaltungen dazu machen? Wie stark muss ich anleiten? Und wie stark muss ich tatsächlich den Bürger anleiten, den ich beteiligen will? Und wie ist es überhaupt in der Partei verankert? Weil was ich merke, ist, ich bin eigentlich so eine Einfrau-Lobbyorganisation für digitale Beteiligung und stehe 146 Abgeordneten und deren Büros und den Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und soll die jetzt alle dafür begeistern, das zu nutzen. Und das ist eine Aufgabe, die schon recht groß ist.
Ja, das hört sich nach einem ziemlich, nach einem ziemlich großen Vorhaben an. Da wäre schon mal viel Glück und vielleicht dann gleich geht der Blick weiter zu Halina, die ja eine von über 70 Abgeordneten der Linksfraktion ist, die das vielleicht schon, die jetzt als eine der Abgeordneten vielleicht davon überzeugt ist, dass das ein spannendes Tool ist. Wie sind denn die Erfahrungen der Linken in der Nutzung dieser Tools und vor allem, welche Schlüsse werden daraus gezogen? Also hat es Auswirkungen auf die Organisation der Partei? Verändern sich da Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen? Also ich will mal damit anfangen, dass ich glaube, dass Parteien, egal welche Parteien, durchaus hierarchische Strukturen sind. Im Regelfall, wenn man in so eine Partei eintritt, ob online oder offline, ist an dieser Stelle erstmal egal, kriegt man einen Ortsverband, heißt es glaube ich bei der SPD, bei den Grünen heißt es Gruppe und bei uns heißt nicht Gruppe, gut, dann... Das ist Berlin, glaube ich. Okay, also heißt, bei den Grünen gibt es jedenfalls auch sowas, Kreisverband, wie auch immer, bei uns heißt es Basisorganisation. Und bisher ist es die klassische Beteiligungsmöglichkeit, vor allen Dingen für Parteimitglieder, dorthin zu gehen und sich an Diskussionen zu beteiligen. Jetzt kann man Glück haben und vor Ort eine Gruppe haben, die Themen diskutiert, die einen auch wirklich selbst interessieren. Man kann aber auch Pech haben und es werden Themen diskutiert, die einem selbst nicht so wichtig sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und an dieser Stelle finde ich Beteiligungstools unglaublich gut, weil ich die Chance habe, zum einen zu gucken, interessiert das Thema, was ich gerne diskutieren würde, überhaupt noch jemanden anderen außer mir? Und B, bin ich nicht verpflichtet dazu, permanent durch die Welt zu reisen, um mich mit Leuten zu verständigen? Wir haben das bei uns in der Parteiprogrammdebatte gehabt, ein solches Beteiligungstool. Und das war sehr interessant. Es ist nach wie vor so, dass ich natürlich von unseren mehr als 60.000 Mitgliedern dort nicht 55.000 beteiligt haben. Das muss man sehr klar sagen. Das ist dann durchaus immer noch eine deutliche Minderheit. Aber die Leute hatten an dieser Stelle die Möglichkeit zu diskutieren, zu werten. Was hätten sie gern im Parteiprogramm? Wie soll das formuliert werden? Haben dann auch in einem Antrag rumgeschrieben, den Antrag verändert. Und wenn ich mich recht entsinne, fand ich ausgesprochen interessant bei uns, dass zwar durchaus netzpolitische Themen behandelt wurden, aber ein anderes Thema, was in den Basisgruppen nicht so häufig diskutiert worden ist, nämlich die Frage Trennung von Staat und Kirche, war eins, was dort sehr intensiv durchaus auch diskutiert worden ist. Rein praktisch hat man dann das Problem, dass, ich weiß nicht, wie es in anderen Parteien ist, aber so Parteien haben ja auch Regeln, bei uns heißt das Satzung. Und es gibt derzeit noch keine Möglichkeit, die sagt, wenn sich x Prozent der Mitglieder beteiligt haben und davon x Prozent einen Antrag gut finden, wird er automatisch an den Parteitag eingereicht. Das heißt, wir haben uns beholfen damit, dass Parteivorstandsmitglieder, Parteimitglieder, die auch in dem Beteiligungstool unterwegs waren, gesagt haben, okay, wir stellen dann den Antrag, wir übernehmen das quasi. Das heißt, ich sehe auf der einen Seite die Notwendigkeit für Parteien, um das Instrument weiter zu nutzen, Möglichkeiten zu schaffen in den innerparteilichen Regeln, dass solche Anträge auch tatsächlich behandelt werden dürfen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir ein solches Beteiligungstool auch für die Erstellung des Bundestagswahlprogramms nutzen wollen. Das heißt, Mitglieder haben die Möglichkeit, dort auch zu überlegen, was hätten sie gern im Wahlprogramm. Das kann wieder gewertet werden, kann kommentiert werden. Und das finde ich sehr sinnvoll, weil es einfach auch die klassischen Parteistrukturen ein bisschen aufbricht und vielleicht in die doch im weitesten Sinne doch sehr veralteten Parteien von Strukturen, von Arbeitsweisen ein bisschen Pep reinbringt. Mhm. Vielen Dank. Dann an Till Westermeier auch die Frage. Virtuelle Parteitage hatte ich ja schon angesprochen. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Und wie sieht digitale Beteiligung bei den Grünen aus? Welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt? Ich glaube, Adhocracy nutzen die Grünen nicht, sondern was für Beteiligungsangebote gibt es denn eigentlich bei euch? Okay, ich fange erstmal mit dem virtuellen Parteitag an. Du hattest vorher gesagt, dass ich da mit konzipiert habe, das stimmt nicht ganz. Ich habe meine Magisterarbeit vor 12 Jahren, inzwischen 2000 war der Parteitag über den wir in Baden-Württemberg stattfinden lassen haben, geschrieben.
Also so lange mindestens experimentieren wir schon mit Formen digitaler Beteiligung rum. Virtueller Parteitag heißt einfach, dass wir versucht haben, die Strukturen eines kleinen Landesparteitags, also 100 Delegierte in Baden-Württemberg, auf eine Netzkonferenz zu übertragen. Das heißt, da fand dann 10 Tage lang ungefähr so eine Art Diskussionsforum mit Abstimmungstool statt zum Thema Ladenschluss, also kein netzpolitisches Thema, sondern ein ganz normales. Und es wurde am Schluss auch darüber abgestimmt und das hatte dann einen empfehlenden Charakter, weil es noch nicht in der Satzung drin stand. Das haben sich die Delegierten und eine Reihe anderer beteiligt. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren das so um die 300 Personen, die sich mindestens einmal aktiv an diesen Parteitagsdebatten eingebracht haben. Das Forum, was am meisten genutzt wurde, war keins von denen, die sozusagen inhaltlichen Anträgen zugeordnet waren, sondern das, was das Parteitagsfoyer darstellen sollte. Das finde ich auch eine nicht unwichtige Beobachtung. Diesen virtuellen Parteitag hatten wir also, wie gesagt, 2000. Dann haben wir ihn 2003 in die Satzung reingeschrieben. Seitdem hat keiner mehr stattgefunden. Also in Baden-Württemberg hätten wir die Möglichkeit, einen zu machen, als eine sozusagen Alternative zu einer Tagung in einer Halle, mit relativ ausgeklügelten Überlegungen dazu, wie sozusagen lässt sich dieses Wahlcomputerproblem, dann die Abstimmungen auch sicher sind und klar ist, dass nur die Delegierten abstimmen. Aber wie gesagt, ist seitdem nicht mehr passiert. Das hat auch Gründe, weil der Aufwand, da möchte ich dem, was Theresa vorher gesagt hat, ein bisschen widersprechen, dann doch nicht so viel kleiner ist. Also wer sich intensiv als Delegierter in diesen virtuellen Parteitag einbringen wollte, musste zwar nicht irgendwo hinfahren, sondern konnte zu Hause sitzen bleiben, musste aber doch irgendwie 2-3 Mal am Tag in die Diskussionen reingucken, musste viele, viele Kommentare lesen, musste also wirklich Zeit investieren, um sich sozusagen in diesen Parteitag reinzubringen. Und das ist nicht so unterschiedlich wie ein Wochenende zu einer echten Parteiveranstaltung hinzufahren. Virtuelle Parteitage 2000. Dann haben wir 2007 an verschiedenen Stellen der Partei mit Wikis experimentiert. Da ist auch mal ein Leitantrag für einen Parteitag in Wiki erstmal diskutiert worden. Ich glaube, es war das, jetzt bin ich überfragt, was es war, Leitantrag oder vielleicht sogar ein Teil vom Bundestagswahlprogramm ging um Umweltpolitik. Wurde im Wiki diskutiert, was auch öffentlich wahrgenommen wurde. Allerdings hat sich auch da gezeigt, dass der größte Teil der Diskussionsbeiträge, der Änderungsvorschläge von denen gekommen ist, die eben sozusagen als Bundestagsabgeordnete, als Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften in dem Bereich mitdiskutieren, mitarbeiten. Und es hat sich gezeigt, dass sozusagen nicht unbedingt das sachlichere Argument überzeugt hat, sondern auch da sowas wie eine Reputation der Fachabgeordnete oder die Fachabgeordnete für das Thema zu sein, das Wichtigste war. Insofern so ein bisschen skeptische Erfahrung mit Tools bisher. Wir haben inzwischen eine Reihe von Tools, die auch eingesetzt werden. Wurzelwerk ist das mit dem schönsten Namen und der hässlichsten Struktur. Das ist im Prinzip ein Versuch, ein soziales Netzwerk für die Partei nachzubauen, inzwischen ein bisschen mehr in Richtung von Tools und kollaborativem Arbeiten. Und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Ich glaube, das Spannende an Parteien ist gar nicht, dass man sozusagen jetzt einen elektronischen Briefkasten aufmacht, wo Leute was reinbringen können, sondern eigentlich geht es darum, die Strukturen in den Parteien, die ja schon da sind. Wir haben Arbeitskreise, wir haben als Grüne jedenfalls relativ niedrigschwellige Angebote im Sinn von, um auf dem Bundesparteitag einen Antrag zu stellen, brauche ich 20 Mitglieder. Das ist bei knapp 60.000 jetzt nicht so furchtbar viel, 20 Leute zusammenzukriegen. Also die Möglichkeit, niederschwellig was zu machen, ist da, sie ist wenig bekannt. Und es fehlen sozusagen oder werden noch nicht so richtig genutzt, die dezidierten Tools, um Anträge auszuarbeiten, um sich abzustimmen. Was passiert stattdessen? Es werden halt Mailinglisten genutzt, es wird Facebook genutzt, es werden alle möglichen Tools, die irgendwo rumliegen, genutzt von engagierten Einzelpersonen. Das heißt, vielleicht ein bisschen typisch für Grüne, haben wir das eher bottom-up als top-down organisiert und in der Art und Weise und auch, weil unsere Anhängerinnen und Anhänger und Wählerinnen und Wähler und eben auch die Parteimitglieder sehr netzaffin sind. Findet einfach viel an Debatte vor Parteitagen im Netz statt und werden auch Anträge im Netz geschrieben, in Etherpads oder wo auch immer, ohne dass es ein dezidiertes Tool dafür gibt. Vielleicht, es wurde jetzt mehrmals angesprochen von Theresa, unter anderem die Frage irgendwie Komplexität der Tools, sind dann, also was für Hürden gibt es eigentlich für
digitale Beteiligung? Und was braucht es, dann an Voraussetzungen in Bezug auf die, nein, nicht nur Bewerbung, sondern auch die Qualifikation von Mitgliedern oder also von Interessierten in Bezug auf, aber auch auf den Stellenwert, den die Tools dann in der Partei, in der Parteidebatte haben, um so eine Tools auch für viele nutzbar zu machen, für viele attraktiv zu machen. Also ich hatte, also was irgendwie ganz oft zitiert wird bei den Piraten, dass Liquid Feedback von unglaublich, also einem sehr, sehr geringen Teil der Piratenmitglieder auch nur aktiv genutzt wird. Das lässt sich bestätigen bei vielen anderen dieser Beteiligungstools, dass es immer relativ kleine Gruppen sind. Und deshalb die Frage an euch auch irgendwie, ist es okay, wenn es erstmal kleine Gruppen sind, weil es andere Beteiligungsangebote, sagen wir, im realen Leben für andere Mitglieder gibt? Oder ist Ziel eigentlich, dass tatsächlich die Kommunikationsstrukturen in Parteien viel stärker übers Netz laufen sollen, viel stärker über diese Instrumente laufen sollten? Oder und damit auch, Halina hatte das angesprochen, hierarchische Strukturen in der Partei auch ein bisschen aufgebrochen werden sollen? Also ich würde mal eher provokant sagen, diese Beteiligungstools können immer nur eine Ergänzung sein, können nie Parteitage, also man kann mal einen virtuellen Parteitag machen, aber können Parteitage am Ende nicht komplett ersetzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, man muss sich auch nichts vormachen, dass auch in Parteien im Nicht-Online-Bereich es jetzt nicht so ist, dass alle Mitglieder immer vollständig bei den Mitgliederversammlungen da sind. Es ist auch nicht so, dass sich alle Mitglieder vollständig an der Erarbeitung von Programmen, Anträgen oder sonst was beteiligen. Das heißt, wir haben im Online- wie im Offline-Bereich die Situation, dass es nur Teile von Mitgliedern gibt, die sich an der Erarbeitung von Dokumenten beteiligen. Trotzdem glaube ich, ist, wenn man solche Beteiligungstools nutzen will, sind zweierlei Sachen erforderlich. Das erste ist, es muss natürlich die Möglichkeit sein, überhaupt Zugang dazu zu haben. Das heißt, auf der einen Seite, das ist aber auch wie im Leben außerhalb der Parteien, wenn ich irgendwie Hartz-IV-Empfänger bin, dann bekomme ich mit Mühe und Not vielleicht noch meine Flatrate bezahlt. Aber die Frage ist, ob ich zu Hause einen Computer oder einen Laptop habe. Das heißt, ich muss überhaupt erst die sozialen Zugangsvoraussetzungen schaffen. Der zweite Punkt ist der, ich kann natürlich niemandem ein Beteiligungstool vor die Nase setzen und sagen, nun mach mal. Das heißt, es ist auch erforderlich, die partiell vorhandene Angst, die ich jetzt überhaupt nicht negativ bewerte, weil es ist etwas Unbekanntes, den Leuten zu nehmen, und ich muss sowas wie eine Anleitung schreiben. Wer auch immer schon mal Delegierter auf dem Parteitag war, weiß, da wird am Anfang ganz viel Formalia gemacht und die Geschäftsordnung beschlossen. Und für jemanden, der das erste Mal auf dem Parteitag ist, der guckt dann schon zum Teil, rennt irgendwie zum Mikrofon und will was sagen und darf dann gar nichts sagen. Das heißt, ich glaube, es sind zwei Sachen erforderlich, um das kurz zusammenzufassen. Es müssen die sozialen Zugangsvoraussetzungen gegeben sein und es muss eine Art Leitfaden, Anleitung vorhanden sein, wie mit solchen Tools gearbeitet werden kann, und die müssen möglichst so verständlich sein, dass sie auch jemand versteht, der sonst nicht so viel unterwegs ist im Netz. Ja, ich würde das noch ergänzen. Also einmal kommt es darauf an, dass die Tools so gestaltet sind, dass man es versteht. Wir brauchen Netz für alle, das ist ja auch das Motto des Kongresses, also Versorgung mit Laptops, aber auch mit Breitband, was eine andere Sache ist, die wichtig ist. Und einen Punkt, den du jetzt nicht gesagt hast, ist auch nochmal Barrierefreiheit. Also sind diese Seiten barrierefrei? Ist die Sprache auch barrierefrei? Weil jeder, der mal einen Antrag gelesen hat, der mal einen Gesetzentwurf gelesen hat, weiß, wie lang die sind. Und da gebe ich Till auch recht, was er über die Zeiterfordernis gesagt hat. Also klar, die Möglichkeiten werden ortsunabhängig und zeitunabhängig, aber die zeitliche Herausforderung, erstmal alles zu lesen, zu verstehen und sich dann zu beteiligen, das wird über das Netz nicht weniger. Also diese Zeit muss man aufbringen, und diese Zeit zu haben, ist natürlich auch ein riesiges Privileg. Das heißt, wir schließen Leute da auch wieder aus. Ich würde die Frage gerne nochmal anders beantworten.
Also die Frage, ob das okay ist, wenn sozusagen kleine Gruppen diese Tools nutzen, so könnte man das ja zusammenfassen. Und für mich ist das so lange okay, solange das eben kein Versuch ist, repräsentativ zu sein. Solange das ein Tool zum Arbeiten in einer Partei ist, um Anträge gemeinsam zu erarbeiten oder um niedrigschwellige Beteiligung zu ermöglichen oder von mir aus auch um Beteiligung von extrem mobilen, vor allem nachts unterwegs seienden Leuten zu ermöglichen, wunderbar. Wenn dieser Versprechung geglaubt wird, dass eine bestimmte Technik sozusagen die Machtstrukturen in einer Partei aushebeln kann, dann bin ich sehr, sehr skeptisch. Weil die sind da, die sind meistens stärker als das, was man in so ein Tool wie Liquid Feedback oder so reinprogrammiert. Das sehen wir jetzt ja auch bei diesen verschiedenen Piratenfraktionen, wie weit die Lust haben, sich an Liquid Feedback-Empfehlungen zu halten oder auch nicht. Also es gibt sozusagen außerhalb der Technik stehende Machtstrukturen in den Parteien, und zwar in allen Parteien, die sozusagen nicht einfach durch die Technik abgebaut werden können. Sie können vielleicht ein bisschen gemildert werden, aber es ist sozusagen nicht so, dass die verschwinden, nur weil man irgendwie das Ganze jetzt auf dem Computer macht und nicht mehr in der Mitgliederversammlung in irgendeiner Kneipe. Deswegen denke ich, dass es da, wo es nicht um sozusagen kollaboratives Arbeiten geht, sondern wirklich um eine Entscheidung, also auch nicht um Beteiligung im Sinn von Diskussion, sondern um Beteiligung im Sinn von wir entscheiden jetzt wirklich mit, heute noch nicht so sonderlich sinnvoll ist, alleine auf das Netz zu setzen. Ich finde auch, und das ist ja auch ein allgemeiner Trend, dass Online, Offline ineinander übergehen, dass es wunderbar möglich ist, das Netz zu nutzen, um Beteiligungsprozesse zu begleiten, um Materialien bereitzustellen, Kandidatenvorstellungen, was weiß ich. Aber die Abstimmung selber finde ich sehr gut, wenn sie, wie wir das jetzt bei unserer Urwahl machen, tatsächlich weiterhin per ganz klassischer Briefwahl stattfindet. Da werden jetzt alle knapp 60.000 Mitglieder der Partei mit Brief angeschrieben. Es gibt Konferenzen in verschiedenen Bundesländern, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Urwahl vorstellen. Es gibt wahrscheinlich auch Videos auf der Webseite und sowas alles. Aber die Entscheidung letztlich ist eine Briefwahlentscheidung. Oder auch beim Bundestagswahlprogramm, da werden wir nicht hingehen und sagen, schreibt uns das im Netz, ihr habt den Etherpad, sondern da wird das so aussehen, dass die 10 wichtigsten Schwerpunkte des Programms, das von einem ganz normalen Parteitag beschlossen wird und das von einer typischen aus Bundestagsfraktionen und Parteimitgliedern und Vorstand zusammengesetzten Kommission geschrieben wird, dass die Schwerpunkte davon wiederum in der Mitgliederbefragung bestimmt werden und auch da nicht online, sondern so eine Mischung aus online, offline, dezentral. Die einzelnen Kreisverbände sollen zeitgleich Mitgliederversammlungen machen und da entscheiden, was sind unsere Schwerpunkte. Und das wird aber im Netz begleitet. Also dieser Übergang, in der Didaktik heißt das Blended Learning, Blended Policy oder sowas. Okay, Blended, ja, Policy Development oder so. Genau. Politikentwicklung, ja, das klingt ganz spannend. Interessant war, dass jetzt alle so ein Stück weit gesagt haben, das kann die normalen Formen von Politikentwicklung und Entscheidung nicht aushebeln, sondern eher ergänzen. Und spannend fand ich gerade, was Till gesagt hat, es sollte keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Also sozusagen nur, weil es im Netz so diskutiert wurde, muss es noch nicht so sein, dass es dann das Meinungsbild der ganzen Partei widerspiegelt. Wenn wir jetzt mal aus dem Blickwinkel der Parteien rausgehen, sondern tatsächlich uns nochmal das Konzept Liquid Democracy angucken, dann spielt es ja ganz stark darauf, nicht nur auf Demokratie oder Politikentwicklung und Entscheidungen in Organisationen ab, sondern es ist ja ein Versuch, Politikentwicklung oder Demokratie auf einer gesellschaftlichen Ebene auch zu diskutieren und zu sagen, das, was es an Politikverdrossenheit gibt, eine geringe Wahlbeteiligung einerseits, andererseits an Bürgerbeteiligung, also an Forderungen nach Bürgerbeteiligung andererseits, versuchen wir hier aufzunehmen und versuchen ein Modell zu entwickeln, das wo jeder zu den Themen, die ihn interessieren oder zu dem er Experte ist, selber Politik entwickeln kann und ansonsten über ein Delegationsprinzip anderen Expertinnen irgendwie dann, ja, den Rücken stärken kann, die eigene Stimme denen weitergeben kann, um so ja, ein Expertenwissen, das es überall gibt, die Schwarmintelligenz irgendwie zu nutzen, um da bessere Politik draus zu machen. Das ist ja so ein bisschen der Versuch irgendwie des Konzeptes oder dieser Utopie. Und das erhebt ja dann schon den Anspruch auf Repräsentativität und erhebt ja schon den Anspruch dann auf
So soll das dann tatsächlich laufen im realen Leben und für alle, zumindest verstehe ich das so. Wie seht ihr das denn? Also wäre das dieses Konzept Liquid Democracy eine Antwort auf diese ganzen Forderungen nach Bürgerbeteiligung, auf die zunehmende Politikverdrossenheit, wie sie immer so klassisch genannt wird, oder gilt es auch nur, auf dieser Ebene als ein ergänzendes Instrument für einige, die sich dafür interessieren, und wir brauchen uns gar nicht weiter darüber den Kopf zu zerbrechen, wie wir allen den Zugang zu so einem Beteiligungsinstrument ermöglichen können? Also ich will mal ansetzen dabei, dass der Professor Felix Stalder heute Morgen gesagt hat, er findet den Begriff Schwarmintelligenz ein bisschen nicht so toll, sondern er hat gesagt, der Vorteil des Netzes ist, dass über die Vernetzung, wenn man ein Problem hat, irgendwann jemanden findet, der Experte für etwas ist. Das finde ich einen ziemlich interessanten Ansatz, weil ich glaube, dass das tatsächlich der Vorteil ist, dass wenn man an bestimmten Stellen nicht weiter weiß, und selbstverständlich hat jeder von uns irgendwo Punkte, wo er nicht weiter weiß, man über die Vernetzung Leute findet, die es besser wissen und denen man dann möglicherweise auch vertraut und die einem irgendwie sagen, Mensch, vielleicht kannst du das so und so machen. Das geht heute natürlich dadurch viel schneller. Das Zweite ist, ich will mal der These entgegentreten, dass es Politikverdrossenheit gibt. Ich glaube, es gibt Politikerinnen und Politikerverdrossenheit und nicht Politikverdrossenheit, weil egal mit wem man sich unterhält, die Menschen reden über Politik und das, was sie dann aufregt, ist eher, wie Politikerinnen und Politiker handeln. Insofern können Beteiligungstools, Beteiligungsplattformen durchaus eine Möglichkeit sein, Positionen auch öffentlich zu machen oder Positionen einzubringen. Ich glaube, dass das auch auf anderen Wegen möglich ist. Also ich kann es von mir sagen, wenn mir jemand eine Mail schreibt oder wenn jemand auf meinem Blog einen Kommentar hinterlässt, setze ich mich mit dem häufig intensiver auseinander, als wenn jemand bei Facebook irgendwie drei Worte hinschreibt. Das heißt nicht, dass ich mich damit nicht auseinandersetze, aber sozusagen die direkte Kommunikation ist dann schon etwas, wo ich viel, also oder auch mehr als 140 Zeichen, wo ich viel intensiver drauf eingehe. Ich glaube, Bürgerbeteiligung im klassischen Sinne kann es nicht ersetzen. Weil ich möchte tatsächlich nicht, dass Menschen, die sich, also dass am Ende Politik nur noch davon abhängig ist, was Menschen auf Blogs, bei Facebook, bei Twitter oder in einer E-Mail mir mitteilen, sondern ich möchte schon, dass Politik auch auf die Rücksicht nimmt, die mitnimmt, die auf dem ganz klassischen Weg sich einbringen in Politik oder einbringen wollen. Der Vorteil ist wirklich der direktere Draht, den man dann vielleicht auch hat, wenn man in Bayern wohnt und mit jemandem aus Berlin kommunizieren will. Ja, ich wollte ein bisschen einhaken und Skepsis anmelden, was jetzt nicht, also nicht nur gegen Schwarmintelligenz als Konzept ganz allgemein, aber gerade auch gegen die Vorstellung, dass Liquid Democracy vor allem deshalb besser sein könnte, wie auch immer sie dann gestaltet wäre, weil da dann die Leute, man da das ganze Wissen zusammenbringt und dann die Leute, die etwas zu sagen haben, dann hat auch da irgendwie eine Möglichkeit haben, gehört zu werden. Weil ich, meiner Meinung nach, natürlich spielt es eine Rolle, auch Kompetenz, fachliche Kompetenz zu haben, aber Politik geht doch ganz besonders auch um Interessensausgleich. Und da ist es so, dass Leute oftmals genau wissen, wovon sie reden, aber trotzdem gegenteiliger Meinung sind. Und deshalb ist die, und da stelle ich oftmals eher die Frage, ob da ob quasi Liquid Democracy da dann dieses Austragen von Konflikten, es ist eine neue Plattform, ja, aber wo ich die Gefahr sehen würde, ja, und bei manchen Leuten sehe ich, dass die da zu euphorisch und utopisch an das Tool herangehen, dass sie glauben, die Konflikte kriegen wir damit raus. Aber ich glaube, das wäre wirklich, das wäre eine Entpolitisierung der Politik, die ich auch mir gar nicht wünschen würde, im Gegenteil, das wäre für mich eine Dystopie. Ja, was ich glaube, was Liquid Democracy oder so leisten kann, ist eben, wie auch schon angesprochen wurde, eher viel kleinere Ziele erreichen, nämlich irgendwie ja, ein weiteres Tool, ja, mit, wo man Leute reinbringen kann, die eben sonst vielleicht nicht mitmachen könnten, so einfach. Und einen zweiten Punkt noch, vielleicht auch so an die Runde, die Tools sind schon wichtig, und zwar deshalb, weil mein Eindruck ist, wie Liquid Democracy funktioniert, ob das jetzt stärker in Richtung direkte Demokratie geht oder stärker eigentlich, und im Englischen heißt es ja eigentlich Delegated Voting.
Das macht eigentlich deutlich, dass die Delegation der Kern ist. Eigentlich gar nicht so sehr die direkte Mitbestimmung, sondern dass man eigentlich auch gerade an Leute delegieren kann, die nicht, wo man sich nicht kompetent fühlt, dass ich eben nicht mich in jede einzelne Frage unbedingt einmischen können muss, wenn ich nicht will. Ja? Das heißt, ich finde, es kommt sehr stark darauf an, wie die Software gestaltet ist. Und sozusagen die Liquid Democracy gibt es nicht, sondern eine enorme Bandbreite, je nachdem, wie das Tool aussieht. Ich mache gleich weiter, genau. Das stimmt und das finde ich auch sozusagen ganz spannend, weil du ja eigentlich sozusagen mit dem Punkt Delegated Voting angesprochen hast, dass es gar nicht um das Tool geht, sondern das Tool ist ein Versuch, ein bestimmtes Verfahren umzusetzen. So, und wir hatten jetzt in der Debatte sozusagen die Schnittstellenprobleme bei Liquid Democracy auf der einen Seite, also wer hat einen Laptop und wer hat die Zeit, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Schnittstellenprobleme, nämlich dann, wenn aus diesen verteilten Entscheidungen im Netz, aus diesen Votings, was auch immer, Politik gemacht werden soll. Ich berate jetzt ja eine Landtagsfraktion, die in der Regierung ist. Und da haben wir natürlich gesagt, im Wahlprogramm steht das bei uns auch drin, wir wollen unbedingt ganz viel Online-Bürgerbeteiligung machen. So. Ein Testballon dafür war die Einführung der verfassten Studierendenschaft. Da gab es jetzt nicht Liquid Democracy, sondern ein ganz simples Forentool, wo sozusagen parallel zum Verfahren der Anhörung der Verbände auch jede und jeder pseudonym Kommentare zu dem Gesetzestext abgeben konnte, die dann zum Teil auch eingeflossen sind. Die Seite wurde ungefähr 40.000, 50.000 Mal abgerufen. Das ist nicht so furchtbar viel, würde ich sagen, für ein Land mit 10 Millionen Einwohnern. Das ist sozusagen das eine. Ich finde das sehr gut, dass wir das probiert haben und wir sind auch dran, sozusagen in die Richtung weiterzudenken, aber es ist immer nur so ein Kommentieren von, und das fließt dann halt in ein Anhörungsverfahren ein, und dann, das ist sozusagen die Schnittstellenfrage. Was passiert dann, wenn im Netz oder online, offline gemischt irgendeine Position gefunden wurde, Interessen ausgeglichen wurden, wie geht das Verfahren dann weiter? Und das klassische Verfahren mit Regierungen, Gesetzgebung, Parlamentsmehrheiten, Fraktionszwang, all diesen Elementen ist nicht darauf ausgerichtet, dass plötzlich irgendjemand seine Delegation ändert und jetzt die Meinung am Schluss dann auch anders aussieht. Also eigentlich müsste, wer Liquid Democracy haben will, nicht beim Tool aufhören, sondern hingehen und gucken, wie muss das Grundgesetz geändert werden, wie muss das Parteiengesetz geändert werden, wie muss die Geschäftsordnung des Landtags in Baden-Württemberg geändert werden. Und das ist die Arbeit, wo die Piraten noch liefern müssen, wenn sie das ernst meinen. Das wäre jetzt die Frage an den leider nicht anwesenden Piratenvertreter hier. Aber vielleicht an Theresa auch die Frage, ne, Bürgerbeteiligung, wie soll das, also welchen Stellenwert hat Liquid Democracy in dieser Frage von stärkerer Beteiligung, und ja, wie siehst du das zum Beispiel? Ich fand den Einwand von dir, dass das eine möglicherweise politisierte Idee von Politikentwicklung ist. Ganz spannend, und siehst du das, also wie siehst du das, gibt es da eigentlich Möglichkeiten, auch Kontroversen auszutragen und die in Politik einfließen zu lassen? Also was ich bei meiner Arbeit immer wieder ganz stark merke, ist, dass es geht nicht um Technik, es geht um politische Kultur, und wenn wir bei Werkzeugen anfangen, um Beteiligung zu ermöglichen, also ich glaube, wir fangen halt damit irgendwo in der Mitte und sehr weit unten an, und es dringt gar nicht bis nach oben, weil bei der Debatte um Bürgerbeteiligung muss man eben von dieser technischen Ebene weggehen und sehr viel höher anfangen und dann fragen, wie Halina auch schon sagte, wo kommt denn diese Politikverdrossenheit her? Weil diese Politik- oder Politikerverdrossenheit, die gibt es ja schon, was man in Wahlbeteiligung eben sieht. Und die lösen wir nicht, indem wir technisch basierte Beteiligungsformen für eine kleine Online-Elite zur Verfügung stellen, sondern indem wir ganz, ganz stark in Frage stellen, was verstehen wir heute unter Politik, wie wird das gemacht, wer macht das, wie wird das vermittelt, wie ist die Sprache, wie sind die Protagonisten, wer kann sich damit noch identifizieren, und diese größeren Fragen auf jeden Fall auch angehen. Und ich glaube, Online-Beteiligung ist eben nur ein sehr, sehr kleiner Baustein davon. Und was wir, die Entwicklungen, die man da gerade sehen kann, dass die ja eher von der jungen Generation oder eben von der Generation getragen werden, die mit digitalen Werkzeugen aufgewachsen sind, ist das natürlich eine Form von Gegenwehr und zu sagen, wir organisieren uns auch und wollen eine Stimme haben. Jeder dritte Wähler ist über 60. Und dieser Generationengap, der da aufgeht, und wer macht eigentlich Politik für wen,
der ist eben auch enorm. Und ich glaube, dass junge, online-affinere Menschen da gerade so eine Art Schulterschluss versuchen und eben versuchen, sich zu organisieren und wieder eine Stimme zu entwickeln, um wieder Gehör zu finden. Also ich will nochmal die Frage aufnehmen und dann Till anknüpfen. Also mein Eindruck ist, dass natürlich auch in Beteiligungstools, in Debatten unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen und dass es selbstverständlich auch in Online-Debatten nicht nur eine Richtung gibt und dann wird die eins zu eins umgesetzt. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir haben einen Gesetzentwurf zum Urhebervertragsrecht online diskutieren lassen, also die Bundestagsfraktion von uns, und uns war selbstverständlich klar, dass jeder, der an dieser Stelle einen Kommentar abliefert, eine Veränderung vorschlägt, dass der am Ende auch eine Antwort bekommen muss. Also wenn wir sagen, wir nehmen den und den Aspekt auf, dann sieht er das. Wenn wir aber bestimmte Aspekte nicht aufnehmen, dann hat der oder diejenige selbstverständlich das Recht, oder es ist unsere Verpflichtung aus meiner Sicht, mitzuteilen, warum, weshalb, wieso wir das nicht aufgenommen haben. Das heißt, ich glaube, wenn man sich auf solche Geschichten einlässt, dann muss man auch dafür sorgen, dass das ernst genommen wird, dass es eine Rückmeldung gibt und dass man durchaus auch sagt, an dieser Stelle haben wir eine andere Position, deswegen konnten wir das nicht aufnehmen. Wir haben das versucht bei der Enquete, wo es ja auch die Bürgerbeteiligung gibt, dass tatsächlich in den Projektgruppen und in der Enquete gesagt wird, das ist ein Vorschlag, der ist über das Beteiligungstool gekommen und dann wird er entweder aufgenommen oder nicht aufgenommen. Und zum Teil haben wir halt geschrieben, es gab noch die und die Anregung. Das heißt, wenn wir es wirklich nicht zum Spielzeug für Eliten, wie hier draufsteht, machen wollen, dann ist es tatsächlich auch notwendig, eine Rückmeldung zu geben, dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, was mit ihren Anregungen passiert ist. Und deshalb sage ich aber auch, weil wir wissen, dass, du hast es jetzt gerade gesagt, mit dem Altersgap, das kann immer nur eine Ergänzung sein. Es ersetzt natürlich nicht, dass ich vor Ort gehe, dass ich zu Vereinen, Verbänden gehe, mit Betroffenen rede und mir die Position anhöre. Insofern würde ich da jetzt den Gegensatz nicht so sehen, sondern würde sagen, man muss an der Stelle mal sehr vereinfacht gesagt die Spielregeln, die man auch sonst im politischen Geschäft hat, auch fürs Netz übernehmen und nicht einfach nur übernehmen Anregungen, die kommen, sondern sich mit denen dann auch ernsthaft auseinandersetzen. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Du hast die Enquete-Kommission und ihre Bürgerbeteiligung, also den 18. Sachverständigen, angesprochen. Wie würdest du denn das Instrument beurteilen? Also was wären deine Erfolgskriterien und wie erfolgreich ist es denn? Also wie erfolgreich ist denn Bürgerbeteiligung über dieses Instrument? Also das könnte ich eigentlich nur beantworten, wenn ich jetzt eine lange Ausführung zum Sinn und Zweck und der Arbeitsweise der Enquete machen würde. Weil ich glaube, es hängt auch tatsächlich ein bisschen davon ab, wie wichtig ist so ein Gremium, wie arbeitet so ein Gremium, was passiert dort in so einem Gremium. Natürlich wünscht man sich immer mehr und man wünscht sich besser, aber ich glaube schon, dass es gelungen ist, im Rahmen dessen, was so eine Enquete leisten kann und auch wie diese Enquete arbeitet, durchaus Anregungen aufzunehmen, Anregungen zu diskutieren. Und es ist zumindest so, dass man es, wenn diese Enquete zu Ende ist, nicht komplett wieder in die Tonne treten sollte, sondern dass man schon gucken sollte, wie kann man das auch zukünftig, da hat Till ja jetzt auch schon darauf hingewiesen, in parlamentarische Arbeit einbeziehen, welche Möglichkeiten gibt es dort, das weiterzuentwickeln, zu optimieren. Ich würde da gerne auch nochmal einhaken, genau. Die Frage sozusagen der parlamentarischen Spielregeln ist, und der Kultur, vor allem der Kultur, ist ja eine, die sozusagen jetzt nicht nur auf Parteien oder auf das Parlament bezogen ist, sondern, und das kriegen wir jetzt halt in Baden-Württemberg ganz stark mit, ist auch eine der Ministerien, der Regierung, der Landesverwaltung. Wir haben online wie offline die Idee, dass es da mehr Bürgerbeteiligung geben soll. Wir haben die Idee, dass es mehr Transparenz geben soll, dass Bürgeranfragen schneller beantwortet werden sollen, all sowas. Das ist aber alles gar nicht so voraussetzungslos, wie das erstmal klingt. Das heißt, dass Ministerien sozusagen auch mal eine unfertige Vorlage rausgeben. Es ist die Frage, ob eine Antwort auf eine Mail von einer Bürgerin erstmal 5 Hierarchiestufen hoch und wieder runterlaufen muss, bevor sie freigegeben wird. Ich finde das ganz spannend, wie die Landesregierung in Baden-Württemberg twittert, das macht die Pressestelle.
mit einem extra dafür abgestimmten, also einer Person, die sozusagen dafür zuständig ist, Social Media zu bedienen. Die antworten teilweise auch auf Fragen, aber das ist sozusagen das, wo es noch so in 140 Zeichen ungefähr möglich ist, ohne diesen großen Abstimmungsprozess zu haben. Wenn es eine Antwort auf einen Brief ist, dauert das dann, egal ob ein Abgeordneter fragt oder ob das von einer Bürgerin kommt, irgendwie 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen, bis die Antwort da ist. Und das sind halt die Zeiträume, in denen Ministerien und Apparate denken. Und dann haben wir das Netz, was alle sozusagen diese Institutionen auflöst, wie wir ja heute Morgen sehr schön gehört haben, und eine Kultur flexibler, fehlertoleranter Reaktion, Diskussion, Interaktion mit sich bringt, und das clasht aufeinander. Aber das ist keine Frage der Tools, sondern das ist eine Frage sozusagen von Change Management in Regierungen und Apparaten. Also für mich zeichnen sich da jetzt so 3 Ecken ab von politische Kultur, politische Institutionen als so eine Stellschraube, wo müssen die sich verändern, wenn wir da eine andere Beteiligung wollen, online oder auch nicht online, also unabhängig von den Tools. Dann die Voraussetzungen der Nutzer, also was für Zugangshürden gibt es eigentlich, wer hat eigentlich die Zeit und wer hat die sozialen, die kulturellen Voraussetzungen, sich zu beteiligen. Wie kann sowas gestärkt werden? Und zum Dritten, irgendwie, glaube ich, schon ist die Frage, was für ein Internet brauchen wir eigentlich dafür und was für Tools, die dann Bedienbarkeit und so weiter auch, also vor allem auf der Ebene von Bedienbarkeit, glaube ich, und Zugänglichkeit ein paar Voraussetzungen erfüllen müssen. Und vielleicht ist das als so ein erster Aufschlag eine Möglichkeit, einen Punkt zu machen. Und jetzt würde ich mal ins Publikum gucken und schauen, ob ihr Fragen und Anmerkungen habt, weil da gibt es noch eine ganze Reihe von Aspekten, aber vielleicht gucken wir einfach, was ihr reinbringt. Will sich wieder keiner beteiligen, so ist es immer mit der Bürgerbeteiligung. Ah, doch, eine Meldung. Ja, also bei den Tools ganz konkret möchte ich noch anmerken, dass es 2 wichtige unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen man die Tools einsetzen kann. Und zwar einmal im Bereich Diskussionen zu führen im Internet, wirklich inhaltlich sich auszutauschen, intensiv vielleicht Themen zu erarbeiten und auch Ideen zu sammeln und so weiter. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit, Abstimmungen praktisch transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen. Das ist eben ein recht deutlicher Unterschied. Und das eine ist eben Adhocracy, was vor allem mehr so für die inhaltliche Diskussion ist. Zum anderen Liquid Feedback, was einen starken Schwerpunkt auf die Abstimmung tatsächlich setzt und auch Diskussionsspielraum lässt, aber das steht dort nicht unbedingt im Vordergrund. Und ganz konkret zu Liquid Feedback möchte ich, und jeweils diese beiden Tools haben verschiedene Anforderungen und auch Chancen, umgesetzt zu werden, muss man unterschiedlich betrachten, denke ich, ist erstmal ganz wichtig. Und zu Liquid Feedback möchte ich konkret sagen, dass da eine bestimmte oder ganz besondere Herausforderung besteht, wenn es ein transparentes Abstimmungstool sein soll, was wirklich Gewicht hat, was respektiert wird, wo die Leute vor allen Dingen auch Interesse haben, daran teilzunehmen, aktiv, dann muss das ein gewisses Gewicht haben. Und es reicht nicht, so zu denken, das ist eine Spielwiese, wir probieren mal aus, was können wir jetzt damit erreichen, ich stimme mal ab und so weiter. Da passiert erfahrungsgemäß relativ wenig, wenn man das so konfiguriert. Und das ist ein Punkt, der den von Interaktive Demokratie e.V. vom Verein mir mal jemand gesagt hat, dass das Problem ist, dass Demokratie sich eben nicht direkt simulieren lässt. Entweder, also man kann nicht sagen, jetzt probiert mal hier aus, Demokratie, beteiligt euch mal aktiv, sondern die Leute beteiligen sich erst dann aktiv, wenn sie merken, da geht es wirklich um was, das sind nicht irgendwelche Spielwiesenthemen, und vor allen Dingen, wir wissen auch, dass das, was rauskommt am Ende, tatsächlich eine Relevanz hat. Und das ist diese Herausforderung, dass man diesen Test-Zwischenschritt ist, der ganz schwer zu fahren ist, weil es nicht bindend ist. Und andererseits kann man es nicht von vornherein sofort alles verbindlich machen, was dort erzählt wird, weil wir ja schon festgestellt haben, dass es verschiedene
Interessengruppen gibt, dass dann Leute nur über netzpolitische Themen sprechen oder vielleicht nur Leute, die eben sehr im Internet unterwegs sind, dort überhaupt sich beteiligen. Das kann man nicht sofort verbindlich machen, das geht auch auf keinen Fall. Und das, denke ich, ist so ein Knackpunkt bei der Einführung. Ja, das erstmal dazu. Vielen Dank. Also das war jetzt nochmal ein sehr guter Kommentar zu den verschiedenen Tools, die es gibt. Vielleicht, um euch hier auf dem Podium dazu zu befragen, wie seht ihr das? Also welche Potenziale haben diese Tools und bis zu welchem Punkt macht es Sinn, das zum Beispiel in Parteien oder in der Bürgerbeteiligung einzusetzen und wo stößt es an seine Grenzen und wie kann man damit umgehen? Also diese Frage von Verbindlichkeit einerseits, eine andere Frage, die bei den Piraten ja auch immer diskutiert wurde, ist dann die Frage von Transparenz. Wie transparent sind denn dann eigentlich meine Beteiligungen in diesen Tools? Und werde ich dann eigentlich zum gläsernen Bürger, wenn man für die letzten 5 Jahre nachvollziehen kann, wie ich bei Parteidebatte oder in einem anderen Portal dann eigentlich abgestimmt hatte? Also wir haben ja ein ganz konkretes Beispiel, was Till eben erläutert hat, was gar nicht online läuft, aber wo die Zielsetzung und die Potenziale sehr, sehr klar sind, und das ist die Urwahl. Und ich glaube, ihr habt ja gerade Parteieintritte auch deswegen oder wo auf jeden Fall die Basis sehr stark aktiviert wird, weil wirklich klar ist, um was es geht und dass es um was geht, und da der Anreiz, sich zu beteiligen und diese Hürde zu nehmen, einen Brief zu beantworten oder dann eben bei einer anderen Thematik online zu gehen und dafür Zeit aufzuwenden, einfach ganz klar auf der Hand liegen. Und thematische Diskussionen sind natürlich diffus, wenn die Nutzerinnen und Nutzer nicht wirklich wissen, was kann ich damit bewegen, wo landet das am Ende des Tages, erreiche ich damit was, dann warum soll ich mich dann beteiligen? Also das müssen Parteien oder andere Organisationen eben ganz klar beantworten können. Was gebe ich dem Nutzer tatsächlich zurück dafür, dass er sich beteiligt? Genau, es muss eine Art Motivation geben, entweder dadurch, dass hinten was rauskommt, dass es klar ist, das trägt zu einer bestimmten Entscheidung bei, wie bei unserer Urwahl, oder auch bei dieser Mitgliederbefragung zum Wahlprogramm, wo eben auch klar ist, dass das Ergebnis davon wird eine Verbindlichkeit haben, auch wenn das jetzt nicht in der Satzung drin steht. Das andere ist aber, jemand hat tatsächlich ein Interesse und kämpft für dieses Interesse. So, das ist natürlich auch eine Motivation, irgendwo reinzugehen. In eine Diskussion, in eine Abstimmung, in versuchen, eine Position zu entwickeln, Zeit da rein zu investieren und andere zu überzeugen. Wenn das gegeben ist, ist Beteiligung da, das glaube ich auch. Wenn das nicht gegeben ist, haben wir eine Spielwiese, und ich stimme dir zu, man kann relativ wenig ablesen aus sozusagen Spielwiesen, die einfach mal probiert werden, wo dann nicht klar ist, wie verbindlich ist das eigentlich, was passiert denn mit meinen Meinungen, die ich hier abgebe. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir würden bei den Grünen Liquid Feedback einführen, dann habe ich gar nicht so sehr das Problem, dass ich glaube, dass unsere Mitglieder nicht technisch da rankommen. Also gut, Benutzeroberfläche ist noch eine Frage, aber das könnte man irgendwie lösen. Sozusagen von der Netznutzung, Computernutzung würde ich sagen, ist das ein relativ guter Querschnitt durch die Partei, und wir haben nicht so das Altersproblem wie andere Parteien. Nicht in dem Maße, oder unsere Alten sind halt auch computeraffin. Um die Spitze sozusagen nochmal zu setzen. Ich habe aber tatsächlich dann die Frage, wie das sozusagen in die existierenden Prozesse reinpasst. Also wir sind ja eine stark auf Delegation setzende Partei auf der einen Seite und basisdemokratische Beteiligung auf der anderen Seite. Und es ist tatsächlich die Frage sozusagen, das ist das große Wahlcomputerproblem. Die Leute müssen sich irgendwie authentifizieren, wenn das tatsächlich verbindlich sein soll, weil es macht wenig Sinn, wenn sozusagen gar nicht klar ist, sind das Mitglieder, die da abstimmen oder nicht, oder hat er jetzt 5-mal abgestimmt. Wenn man das macht, haben wir aber eine Nachvollziehbarkeit, die vielleicht gewollt ist, wo man drüber streiten kann. Wenn es geheim ist, haben wir keine Nachvollziehbarkeit, ob die Wahl sozusagen, die Entscheidung tatsächlich so ausgefallen ist oder ob sie manipuliert wurde. Und das Dilemma ist, glaube ich, eins, was einfach technische Systeme nicht lösen können. Ich habe es gerade doch aus dem Publikum. Wollen wir das rannehmen? Also, man sollte mal unterscheiden. Also Wahlcomputer war eigentlich in Anführungszeichen keine Intelligenz, sollte nur das Auszählen vereinfachen. Und da sind die Probleme dann halt doch überstrahlend. Allerdings gibt es durchaus kryptografische Techniken, wo Online-Wahlen so durchzuführbar sind wie normale Wahlen. Also mit Wahlgeheimnis, mit Nachvollziehbarkeit. Da ist ein großer Strauß von Möglichkeiten, die man nutzen müsste und auch diskutieren müsste. Und es gibt die Möglichkeit, anonyme Wahlen zu machen. Das ist eine Forschung, die ist anspruchsvoll, aber die gibt es schon seit 20 Jahren.
für euch vielleicht am interessantesten? Habt ihr mal vielleicht Kontakt damit gekriegt, weil Microsoft durchaus ein Identitätsmanagement-Tool versucht hat, an staatliche Stellen zu verkaufen, wo dann zum Beispiel Online-Möglichkeiten gab, der Bürgerbegehren hat gesagt, die Bürger, die in Moabit wohnen, dürfen abstimmen, wie da die Straße verlangt ist. Da haben die Microsoft auch Techniken entwickelt. Die Techniken sind da. Es ist eine Frage, was will man da? Ist es auch ein Beispiel, wie geht man mit Pseudonymen um? Pseudonym ist immer so, wenn es anonym ist, muss man damit rechnen, dass sich Leute schlecht verhalten. Das ist immer ein Trade-off, das man einfach akzeptieren soll. Trotzdem sagt man, in sehr vielen Fällen ist es wichtig, sich zu äußern. Also ich möchte darauf hinweisen, die Forschung im Bereich Computersicherheit und Kryptographie ist durchaus in der Lage, so demokratische Prozesse auch vernünftig und nachvollziehbar zu unterstützen. Ja, vielen Dank für den Input. In Bezug auf die technischen Möglichkeiten vielleicht nochmal in Bezug auf die politische Nutzung. Ja, also zu den technischen Sachen will ich jetzt gar nichts sagen. Finde sowas wie Urwahlen immer total richtig und toll. Wünsche mir, dass sowas auch in anderen Parteien geht. Will aber noch was zu den Potenzialen sagen. Meine Erfahrung ist, wenn man den Leuten erklärt, ihr habt jetzt die Wahl, im Überarbeitungsmodus an 7. Stelle an einem Dokument zu arbeiten oder ihr geht auf ein Pad und diskutiert dort, dann gibt es erstmal ein Erschrecken. Wenn man dann allerdings der 8. ist, der im Überarbeitungsmodus bei einem Dokument arbeiten muss oder am Ende der 10., der das wieder alles zusammenbringen soll, dann kriegt man die Leute sehr schnell davon überzeugt, dass Modelle, wo man kollaborativ arbeiten kann, an einem Text durchaus sinnvoller sind und auch einfacher zu bedienen, auch wenn es auf den ersten Blick schwierig erscheint. Zur Frage Verbindlichkeit habe ich vorhin was gesagt. Wir sind immer noch bei uns in dem Modus, das kriegen wir jetzt auch bis zum Wahlprogramm nicht verändert, dass wir durchaus gucken, wenn wir auch Abstimmungen machen zu Anträgen, dass relativ klar ist, dass Parteimitglieder, die auch antragsberechtigt sind, diese Anträge auf den Parteitag einbringen. Also das heißt, es ist schon durchaus klar, wer sich an solchen Sachen beteiligt, dessen Stimme zählt auch, weil es wird ein Antrag daraus auf dem Parteitag. Ob der Parteitag den dann annimmt oder nicht annimmt, ist natürlich eine andere Frage. Was die Frage der Nachvollziehbarkeit angeht, Wenke. Darf ich kurz nochmal dazwischen? Mich würde das nämlich interessieren, wie ihr sicherstellt, dass nur Parteimitglieder mitmachen. Das wäre jetzt der nächste Punkt, dieser Nachvollziehbarkeit. Wenn ich mich recht entsinne, bitte ich jetzt aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sind wir gerade bei diesen Online-Beteiligungstools, gucken wir nicht nach Parteimitgliedschaft, sondern verstehen das durchaus auch als Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich an Debatten zu beteiligen. Das heißt, wir haben durchaus möglicherweise die Situation, dass bei einer Abstimmung mehr Nicht-Parteimitglieder einen Antrag favorisieren und den dann Parteitagsdelegierte auf den Parteitag stellen. Deswegen sage ich mal, die Frage Nachvollziehbarkeit haben wir insofern jetzt auch nicht das Problem, dass wir auf Klarnamen bestehen beispielsweise. Spannend wird die Frage, wenn man über sowas nachdenkt wie Intranets bei Parteien. Also Tools, Werkzeuge, wie auch immer, wo nur Parteimitglieder Zugang haben. Weil dann muss man tatsächlich irgendwie nachweisen, dass man Parteimitglied ist. Das wird nochmal eine richtig spannende Frage. Wir haben sowas. Gut, dann reden wir nochmal. Ja, ich wollte daraus auch nochmal reagieren. Also wir haben das auch gemacht bei dem Online-Antrag oder jetzt bei dem Bürgerdialog, den wir online hatten. Wir haben gesagt, wir geben es frei, weil wir die Entwicklung haben, dass Bürgerinnen und Bürger sich vielleicht nicht mehr an Großorganisationen binden und einfach mal thematisch mitarbeiten wollen. Und ich finde, es macht absolut Sinn. Wir haben mit Liquid Democracy e.V. zusammengearbeitet und Adhocracy, und es hätte die Möglichkeit bestanden, das so zu programmieren, dass man einen Abgleich gehabt hätte und einen Identitätsnachweis, dass jemand Parteimitglied ist. Das geht, also es geht alles. Genau, das wollte ich auch sagen. Also bei uns ist das so, dass dieses Wurzelwerk, von dem ich, wie ich vorher schon sagte, nicht so ganz begeistert bin, inhaltlich von der Zielrichtung her schon, dass das einen Abgleich mit der Adressdatenbank der Bundesgeschäftsstelle macht im Prinzip. Und
sozusagen jedes Mitglied ein Passwort dafür gekriegt hat und kann man jetzt darüber streiten, wie sicher das kryptografisch ist und sowas alles, aber erstmal sozusagen klar ist, da kommen nur Mitglieder rein. Das heißt aber auch, Stichwort Intranet, das ist was, was sozusagen unter der Oberfläche und nicht öffentlich sichtbar stattfindet. Was natürlich genau diese ganzen Fragen von Parteien öffnen, ausblendet und was so eine Art digitales Hinterzimmer darstellt, wenn man so möchte. Wobei ich persönlich gar nicht so sicher bin, ob ich es so sinnvoll finde, wenn Parteien versuchen, sozusagen Parteimitgliedschaften unwichtig werden zu lassen. Das hat was mit der Frage von Interessen zu tun, die ja vorher aus dem Publikum angesprochen wurde. Und es hat aber auch was damit zu tun, was bringt es mir, in einer Partei Mitglied zu sein? Ich sehe jetzt eine Frage. Gibt es eigentlich noch mehr Meldungen, dass wir das irgendwie... noch nicht, okay. Ich wollte das mal in eine ganz fiese andere Richtung drehen. Till hat ja im Vorfeld gestern oder vorgestern beim Neuen Deutschland so ein bisschen kritisiert, dass es hier bei eDemocracy vor allem um Parteien geht. Die Frage wäre so ein bisschen, wie eDemocracy außerhalb der Parteien aussehen könnte, was da sinnvoll funktionieren könnte und daran angeknüpft sozusagen die These, die zum Beispiel auf dem Politcamp 2009 diskutiert wurde, ob so eine ein Delegate Voting, das übers Netz funktioniert, ob das nicht am Ende zu einer Demokratie führt, die Parteien überflüssig macht. Ja, das fände ich auch nochmal eine ganz spannende Frage, vielleicht an alle drei im Podium. Also wie sieht das, wie kann das auch außerhalb von Parteien aussehen? Wir waren ja vorhin schon mal so ein bisschen an dem Thema. Es gibt da ja verschiedene Ansätze. Es gibt ja auch zum Beispiel offene Kommune, die über Autocracy versuchen, Kommunalpolitik übers Netz zugänglich zu machen und diskutierbar zu machen. Ich habe in einem ganz spannenden Blog-Eintrag eine Metapher dafür gelesen. Politik oder die politischen Institutionen seien eigentlich wie Taxizentralen. Die brauchte man so lange es noch nicht ohne diese Zentralen und ohne diese Organisationseinrichtungen geht. Und sobald ich mir aber zum Beispiel über das tolle Smartphone entweder selber einfach über das Smartphone mein Taxi rufen kann, weil irgendwie das anzeigt über eine App, wo jetzt die Taxis in der Nähe sind und ich die dort rufen kann, dann brauche ich auch keine Taxizentrale mehr. Und es ging dann weiter in diesem Blog-Eintrag irgendwie mit, vielleicht brauchen wir diese ganzen politischen Institutionen und Parteien und so weiter auch nicht mehr, weil wir uns über Delegated Voting ganz anders organisieren können. Und welche Potenziale seht ihr darin? Könnte das eine spannende Entwicklung sein? Wie werde ich hier so angeschaut? ich halte da ehrlich gesagt nicht so furchtbar viel von. Das hat vor allem was damit zu tun, dass es, das mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber es hat vor allem was damit zu tun, dass es, wenn man Brecht nimmt seit den 20er Jahren, wenn man neuere Sachen nimmt seit den 50er, 60er Jahren sozusagen die Vision gibt, Kommunikationstechnologie könnte Demokratie ersetzen oder weitgehend sozusagen individualisieren. Das würde das Skalierungsproblem direkter Demokratie lösen. Delegated Voting ist sozusagen noch ein bisschen intelligenterer Ansatz, dieses Skalierungsproblem zu lösen. Trotzdem glaube ich nicht, dass Institutionen, also erstens glaube ich nicht, dass Institutionen sich einfach auflösen lassen. Das heißt, in anderen Bereichen, wo ein Markt entscheidet und eine Firma halt pleite geht, wird der Bundestag nicht einfach pleite gehen und weg sein. So. Revolutionen finden auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen statt. Zweitens, wenn das sozusagen ein Prozess innerhalb des Systems ist und der so weit geht, das System so zu ändern, dass Delegated Voting tatsächlich diese Schnittstelle hin zu Gesetzgebungsverfahren und so weiter hat, und also die klassischen Institutionen unwichtig werden lassen würde, hieße das ja erstmal, dass die klassischen Institutionen tatsächlich so ein Gesetzgebungsverfahren durchführen müssten, dass, wie ich vorher schon sagte, Grundgesetz, Parteiengesetz und so weiter, die ganzen Regularien, die sozusagen unser Verfahren und nicht nur das Wahlverfahren, sondern auch alles, was dahinter läuft, regeln, auf Delegated Voting umgestellt werden. Und das sehe ich einfach nicht, dass irgendjemand das ernsthaft betreibt gerade. Insofern finde ich die Debatte nicht so furchtbar fruchtbringend.
Also es wäre vielleicht tatsächlich ganz gut gewesen, jetzt auch Stefan da zu haben, der davon erzählen könnte, was eigentlich gerade bei den Piraten passiert und wie es dazu kommt, dass sie nach vielen, vielen Monaten zu Themen auch immer noch nicht sprachfähig sind. Weil was Parteien leisten und was repräsentative Demokratie ja auch leistet, ist der Interessensausgleich, die Interessen zu bündeln und auch zu artikulieren. Und man sieht ja auch bei den Piraten, dass es eben nicht nur immer Entscheidungen sind, die komplett von der Basis abgestimmt und dann auch getragen werden, sondern dass es durchaus passiert, dass es da Papiere zum Urheberrecht geht, die dann von einer Person geschrieben und an die Medien verkauft werden. Ich würde noch mal an einer anderen Stelle ansetzen. Ich finde ja, man könnte das prinzipiell und grundsätzlich durchaus mal diskutieren, aber solange wir die Situation haben, dass wir nicht mal im Offline-Bereich die Möglichkeit haben, dass Bürgerinnen und Bürger direkt entscheiden können, finde ich, müssen wir die Debatte nicht führen. Also wir haben, also ja, wir müssen sie zwar, wir können sie grundsätzlich führen, aber wir haben immer noch die Situation, dass es auf Bundesebene eben keine Volksbegehren, Volksentscheide gibt. Und ich finde, da bin ich dann vielleicht möglicherweise etwas konservativ, ich bin ja ein Anhänger von Volksbegehren und Volksentscheiden. Ich würde ja gerne erstmal die Argumente, die dagegen permanent vorgebracht werden, ausräumen, würde das gerne erstmal dort ausprobieren und dann kann man durchaus gucken, wie sich das Leben weiterentwickelt und möglicherweise, ja, brauchen wir in 50 Jahren keine Parteien mehr, kann ja sein, aber ich würde gerne an der Stelle wirklich erstmal gucken, dass wir in dem, ich sage jetzt mal, Offline-Bereich weiterkommen und es dort ausprobieren. Ich würde dem mit der Ergänzung zustimmen, dass ich glaube, dass auch der Offline-Bereich kein reiner Offline-Bereich mehr ist. Also ansonsten ja, auf jeden Fall. Da gab es jetzt heftiges Kopfschütteln. Naja, schon. Ja, Offline-Bereich, bundesweites Volksbegehren und so weiter kostet Millionen. Ein Liquid-Server, 30 Euro... Naja, vielleicht 300 Euro am Stück. Nee, also es ist einfach eine Möglichkeit, sagen wir mal, diese eingefahrenen, in den Parteien auch eingeschliffenen Sachen. Ich meine, die Grünen machen ja jetzt Basisdemokratie das erste Mal seit Jahren, dass ich Basisdemokratie gehört habe, mache eine Urabstimmung mit lauter Leuten, die man eigentlich schon vor 30 Jahren kennt. Also so revolutionär geht es alles auch nicht voran. Wir sollten einfach mal wahrnehmen, diese Vernetzung ermöglicht wirklich neue Herangehensweise. Und eine Sache, die ich auch mal hier einwerfen kann, es ist auch die Möglichkeit für viele Leute, die von dem etablierten Politikbetrieb, der in allen Parteien so aussieht, dass sich da Leute durchsetzen, früher meistens Männer, heute tun die Frauen auch effektiv klüngeln, das finde ich auch gut so, das gleicht sich dann irgendwie entsprechend aus. Aber im Moment hat man als junger Mensch, der eine gute Idee hat, in den Parteien, wie sie jetzt so verkrustet sind, relativ wenig Möglichkeiten voranzutreten. In dem Liquid Feedback und so weiter ist allein das Idee. Da gibt es einen alten Spruch, im Internet ist egal, ob du ein Hund bist. Insofern sind auch die, das stimmt auch zum Teil. Du kannst irgendwie, wenn du eine gute Idee hast, lässt dir ein Pseudonym geben, wow, 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 dann weiß niemand, welches Gender du hast und so weiter und kannst gute Gedanken einbringen. Die können nicht so abgebogen werden, wie es mit den Parteibürokratien, mit Quotierung und anderen Sachen die auf Beständigkeit ausgelegt sind, möglich sind. Also ist es einfach eine Bereicherung und ich will jetzt mal vielleicht sagen, was überrascht. Ich bin nicht über alle Sachen der direkten Demokratie besonders erfreut. Also es gibt da auch einige Entwicklungen, die man auch mal kritisch sehen muss und kritisch analysieren. Aber die Möglichkeit, wirklich mit geringen Kosten eine Umfrage zu machen, die dann anschließend nochmal durch die Parteitage und Gremien geht, ist vielleicht eine hybride Lösung, die ist vielleicht besser als eine reine Online-Lösung und eine reine Offline-Lösung. Also sei mal da ein bisschen offen, hören wir zu, welche Möglichkeiten sind. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Aber ich glaube, wir haben uns da ehrlich gesagt missverstanden, weil ich nicht gegen die Idee geredet habe. Und natürlich ist das sozusagen billiger. Mir ging es darum, dass wir in der Gesellschaft selbst nicht mal bei dem, ich habe es mal Offline-Bereich genannt, obwohl ich natürlich mehr meine, wir haben ja nicht mal im Offline-Bereich eine Offenheit und eine Mehrheit dafür. Das heißt, wie will ich es denn, wenn ich es schon im Offline-Bereich nicht habe, die Leute davon überzeugen, dass es im Online-Bereich auch sinnvoll sein kann? Ich habe ja überhaupt nichts dagegen, sondern... Die
Nein, es gibt doch ein Problem, dass wenn du möchtest, dass Volksbegehren, Volksentscheide eingeführt werden, dir ein dummes Argument nach dem anderen, und die sind wirklich dumm, dagegen an den Kopf geknallt wird. Deswegen gibt es auf Bundesebene, aufgrund der dummen Argumente, die aber gerade noch die Mehrheit haben, genau das nicht. Ich kann also nach meiner Einschätzung her für die meisten, die dort entscheiden, noch viel untypischeres Beispiel überhaupt keine Mehrheiten gewinnen, weil die schon bei der klassischen Volksbegehren, Volksentscheiden die Hände hochmachen und sagen, das geht doch nicht. Das war mein einziges Argument. Inhaltlich sind wir soweit gar nicht auseinander. Und es stimmt ja nicht, dass wir jetzt eine überwältigende Online-Beteiligung von Hunden hätten. Wir haben ja das Problem. Nein, wir haben ja das Problem, dass online sich bestehende Strukturen reproduzieren. Wir haben eine niedrige Beteiligung von Frauen, wir haben eine niedrige Beteiligung von Leuten mit weniger Bildung. Also da kann Till auch sehr viel noch zu sagen. Wir sehen sehr genau, wer sich online verstärkt beteiligt und wer nicht. Und wir haben es noch nicht hinbekommen, eine wirkliche Vielfalt auch in der Online-Beteiligung herzustellen oder sie zu öffnen für Gruppen, die auch da sprechen wollen oder sollen. Also ich mache das mal so, dass du nicht widersprechen kannst. Nach den Piraten, die Gruppe mit den meisten Online-Nutzern und Nutzerinnen sind die Grünen, ja? Das ist ein Fakt. Es gibt diverse Umfragen dazu seit Ende, also 2000, wo das immer so ist. Und warum sind sie das? Weil wir gleichzeitig die Partei sind, die sozusagen im Durchschnitt den höchsten Bildungsstand hat, Abi, Hochschulbildung, und die Partei sind, die sozusagen nach der FDP das höchste Durchschnittseinkommen hat. So, das sind die Leute, die sich im Netz am aktivsten beteiligen. Und ich will aber noch was zu dem Hund sagen, weil das ist was mich seit 2000 aufregt. Ich hatte ja vorher gesagt, ich habe meine Magisterarbeit über unseren virtuellen Parteitag geschrieben, eine ganze Menge zu sozusagen der E-Democracy-Debatte 2000 gelesen und auch zu Netzkultur 2000 und vorher. Und da ist ja immer so dieses, im Netz weiß halt niemand, dass du ein Hund bist, alles fluide, wunderbar, du kannst mit den Identitäten spielen. Wenn es aber um Politik geht, dann kommt sowas wie Wirklichkeit mit rein. Ich habe das damals Wirklichkeitsverdacht genannt. Das Handeln im Netz findet dann unter Wirklichkeitsverdacht statt. Das soll heißen, wenn ich jetzt ein Hund wäre und eine tolle Idee hätte und die ins Netz stellen würde, oder ein Underdog in irgendeiner Form, ja? Und dann steht halt diese tolle Idee auf meinem Blog, was irgendwie 20 Mal pro Woche gelesen wird, oder sie steht irgendwo im Liquid Democracy System des Bundestags, was 80 Millionen gekostet hat oder was auch immer, also was auch immer das Tool ist. Aber ich glaube, wenn man ignoriert, dass es sowas wie Macht gibt, dass es sowas wie Aufmerksamkeitsökonomie gibt, wenn man daran glaubt, dass sich Ideen einfach durchsetzen, weil sie gut sind, dann übersieht man was. Und das meine ich mit Wirklichkeitsverdacht. Der Hund würde seine Idee niemals sozusagen bis zur Abstimmung auf den Parteitag bringen. Offensichtlich gibt es da Kontroversen. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und festgestellt, dass es doch schon wieder 18 Uhr ist. Und würde euch vorschlagen, dass ihr, wenn es da weiteren Diskussionsbedarf gibt, jetzt sofort den vielleicht in der Pause face-to-face weiter erklärt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir ganz zentrale Punkte dieser Debatte um E-Democracy, Beteiligung, Online-Beteiligung angestupst haben hier und eine Anregung gegeben haben für weitere Debatten und Entwicklungen. Und genau, wir haben jetzt eine Viertelstunde Pause. Danach gibt es nochmal die zweite Keynote des Tages von Glyn Moody. Und ich hoffe, ihr seid dann auch noch da. Und ansonsten wünsche ich euch eine nette weitere Konferenz. Vielen Dank euch allen hier vorne und euch, die auf dem Publikum euch auch beteiligt haben.